Humba, Und humba, 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 ja, humba. Hushi! So. Hallo und herzlich willkommen zu dem siebten Part von Ich bin ein YouTuber, holt mich hier raus nach langer, langer Zeit. Durch diese lange, lange Zeit ist aber auch die Map irgendwie verschollen. Aber diese lange, lange Zeit hilft uns dann auch in einen Neuanfang. Und hier geht es ja eigentlich auch eher. Das ist die Trauer, weil die Map ist. Guck dir Genau. Twitter an. Hier geht es ja eigentlich auch mehr um die Challenges. Also, einen frohen Neuanfang wünsche ich euch. Ja, dann. Wie war das nochmal? Eine Challenge und eine Schatzsuche? Ja. Pro Part. Gut, dann Das lass uns waren mal immer relativ lange Parts, deswegen auch. Ja, dann lassen wir direkt anfangen, wieder auszubauen, ne? Aber am besten nahe dem Spawn, weil Ja. ich habe ja manche gesehen, die schreiben Spawn so. Oh Gott. Gestern habe ich auf Google Plus was gelesen, da habe ich auch kaputt gelacht. Der meint ja, oh, zwei Spanner auf einmal. Der meinte Spawner. Spannend. Und die Kommentare sind, ja, viel solche Spanner, ne? Total eklig. Wie geil. Oh Mann. Zwei Spanner. So, jetzt überlege ich mir mal, soll das jetzt hier ein Challenge für zwei oder für einen werden? Ach, es wird eine für zwei. Yay, okay. Ja, mach ich noch den Baum hier. Wobei, nee, nee, ich mach doch eine für einen. Machen wir es dann wieder mit den Zahlen und du denkst ja, na, was soll Ja. das? Ja. So ein paar Bäume haben wir jetzt schon. Ja, ich habe 14 Holzstämme, das Hier sollte ist erstmal schon eine reichen. Höhle. Oh, cool. Dann, wo wollen wir unser Haus hinbauen? Hier ist Kohle auf Und jeden soll Fall. mal das Haus in die Höhle hier reinbauen. Übrigens, Wir überlegen, ja. bei Challenges, ich sag jetzt nur noch extra für die anderen Challenges, bei Challenges mit zwei Spielern, wenn diese geschafft wurde, gilt dann die Challenge für den geschafft, der besser abgeschnitten hat. Das wird dann nach je nach Challenge anders entschieden. Fallen gerade zwei Sachen ein, beziehungsweise auch auf. Also einerseits, wir sollten ja nicht rennen, ne? Ja, stimmt. Und zweitens, Turtle, du musst noch auf einfach schalten, sonst kommen wir keinen Hunger. Oh, Sonst bringt das stimmt. Ganze Oh. nichts hier. Ach stimmt, wir dürfen ja auch keine Tiere schlachten, ne? Nee, wir dürfen nichts, was uns Nahrung bringt. Ja. Okay, Habe ich jetzt zum Glück noch Zombies nicht. sind ja die Ausnahme. Beziehungsweise, wenn wir Schafe für Wolle, dann müssen wir halt das Fleisch wegschmeißen, ne? Ja. Was jetzt? Ui. Ja, so sollen wir dann in die Hülle unser Haus bauen oder? Machen. Ich will jetzt nur gerade noch ein bisschen Ja, ich bin immer noch hier Holz am Farmen und so. Holz holen. So, genau. Oh, so viele Schweine hier hinten. Ja. Kriegt ihr fast Hunger, ne? Mal zugucken, wie die am Und Grasen guckt ihr sind. heute was? Hm? Guckt ihr heute Abend irgendwas? Ja. Was denn? Die Bettdecke von unten. Nein. Was? Das kommt danach, die Bettdecke von unten. Nein, wir gucken heute Abend Galileo Big Pictures. Schleichwerbung. Weiß noch gar nicht, was ich gucke. Ich fände es lustig, irgendwie jetzt, es kam ja immer jetzt jede Woche ein Harry Potter Film, ne? Das Ja. war genau der, wo ich gerade das Buch nochmal gelesen hatte. Ich meine, ich hatte die ja alle schon mal irgendwann schon dreimal oder so gelesen, aber ich habe die jetzt halt nochmal gelesen. Und dann kam immer genau der im Fernsehen, den ich gerade gelesen habe. Erst Orden des, erst, nee, erst der Dings Feuerkelch, dann Orden des Phönix und jetzt heute kommt der Halbblutprinz. Ist gerade wieder. Oh nee, ist lustig. Heute mache ich eine eher weniger innovative Challenge, aber dafür eine nicht so einfache. Okay, die Höhle ist nicht so groß. Ah, da hinten, da ist ein Zombie. Hilfe. Ich habe noch keine Und Waffe. denkt an eine Sache, ihr solltet euch besser gut ausrüsten, oder ja, je nachdem, wer diese Challenge macht, gut ausrüsten.
Weil, es wird einen Kampf geben. Oh Gott. Ey, ist das die Werkbank von oben, meine, oder hast du das, ist deine eigene? Und zwar dürft ihr, bekommt ihr nicht viele Sachen. Ihr solltet am besten Sachen von euch selber mitbringen. Mhm, müssen wir jetzt erstmal Sachen haben, ne? Aber wollen wir uns irgendwie aufteilen, dass einer jetzt schon mal anfängt zu Eisen und so zu suchen und der andere irgendwas anderes macht, hier Haus baut oder so? Ja, also... Wir sollen ja auch eigentlich immer in der ersten Folge ein Haus haben, welches noch richtig in Erinnerung habe. Ja, und alle 5 Folgen umziehen. Oder sowas war das, ne? Ach ja, stimmt. Ja, kann man sich aufteilen. Ich meine, der Umzug wird bei uns nicht mehr vorkommen, ne, wahrscheinlich. Aber... Nee, es sind hier nur noch 4 Folgen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das... Hast du schon mal irgendjemand gesagt, dass wir dann... Das dann. Ja. Ah ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Und zwar, nach 10 Folgen endet dieses Projekt. Da die Folgen ja schön lang sind, hat man ja trotzdem genug von diesem Projekt. Und es ist gerade mal die erste Staffel, also keine Angst. Es wird auf jeden Fall mehr noch kommen. Gut, dann. Ich mache erstmal hier. Ach, Moment. Ich guck mal gerade, ob jemand an die Klingel geht. Ihr könnt euch mal sagen, weitermachen. Ja, ja. Beschütze ich mal den Zimmer, damit hier nicht irgendwie Viech kommt. Also irgendwie backt es gerade hier ziemlich rum. Kann sein. Also ich wüsste nicht wovon. Oh, c'est moi. Oh Gott, das ist ein Enderman. Och, schau ihm nicht in die Augen. Und nee, ich nicht, aber ich hoffe, er stellt sich nicht genau vor c'est moi. Der bewegt sich ja gerade nicht. Oh, ich habe gestern so ein Anime gesehen, also so ein OVA. Mhm. Pokémon Mystery Dungeon. Ah ja, okay. Huch, ich bin ja ein Shigi. Den habe ich damals im Fernsehen geguckt. Die sind toll. Oh, ja, Gott. Schade. Ich meine, du kennst doch sicher die Pokémon Origins, nicht? Habe ich nicht geguckt, ne. Was? 4 unglaubliche... Tolle Folgen. So, da bin ich wieder. Ja, ich weiß, was mit dem Manga zu tun hat. Vorsicht, da ist ein Enderman neben dir. Ja, ja, sehe ich. Hier ist ein Creeper. Gut. Gut, Wir brauchen unbedingt Fackeln. Ich war gerade welche am Machen, da hat geklingelt. Moment. Willst du welche machen? Dann kannst du ja ausleuchten, dann können wir hier die Höhle so zum Zubau. Ich hab dir hingeworfen. Ja, gut. Dann bereite ich schon mal die Schatzsuche vor, denn, wie gesagt, sehr innovativ ist die. Prüfung nicht. Nö. Wollen wir ihn hier ein bisschen auswaschen, dann irgendwie das abgrenzen, damit hier keine Monster reinkommen? Ja, würde ich sagen. Wir müssten natürlich irgendwie den Enderman hier wegkriegen, ne? Ist ein bisschen schwierig. Ja, komm, wir ihn gemeinsam besiegen. Hast du schon ein Steinschwert? Ja, Steinschwert habe ich. Ich baue hier gerade zu. Dann mache ich mir eben auch ein Steinschwert und dann kann man den eben schnell besiegen. Das geht schon zu zweit mit dem Steinschwert, das ist kein Problem. Oh Gott, sicher? Das ist wirklich kein Problem. Ich weiß es nicht. Wenn du kommst, soll ich dann... Soll ich Eingang hier zugebaut? Komm, lass mich den erstmal wegmachen, komm. Was ist hier? Ja, warte, ich komme jetzt. Wir müssen ja noch ein bisschen mehr ausleuchten. Nur an einer Einstellung. Es spawnen gleich viel mehr Monster. Okay, bereit? Oh Gott, Angst. 3, 2, 1, los! So, oh. Hammer doch. Willst du eine Perle haben hier? Nö, brauche ich nicht, ganz ruhig. Okay. Ja. Ist mir egal, wenn du willst. Wir können eine Truhe bauen. Wir können eine Truhe bauen, dann. Ja, mache ich eben. Dann kannst du die da reintun. Wir müssten eigentlich hier oben noch absichern, damit da auch keiner hinkommt, aber nachher. Ja, dann hängt ganz hinterher unten rum, ne? Ja. Gut, hier ist die Truhe, dann kann ich hier gleich rein tun. Ich habe ja auch einen Ofen noch. Perfekt. Aber wir haben ja noch nichts, von daher wollte ich den erstmal noch hier. Gut, ja, du hast recht, wir müssen jetzt irgendwie auf den. Oha.
meine Hungeranzeige spinnt rum. Ich logge mich nochmal kurz aus und wieder ein. Ja. Ist dann inzwischen auf einfach. Ja. Weil bei mir steht, dass es noch friedlich ist und ich bin mir. Ja, nee, jetzt ist es nur bei dir. Bei mir steht auch einfach. Und jetzt habe ich plötzlich total viel Hunger, weil ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe. Okay. Warte, dann gehe ich auch nochmal kurz raus. Wie war das mit verrottetem Fleisch? Das durftet ihr essen. Das durften wir, okay. Ich gehe auch nochmal kurz raus, weil bei mir spinnt das jetzt auch irgendwie. Muss mal gucken. Ja, jetzt habe ich nämlich auch Hunger. Oh Gott, ich bin bald tot. Hier. Ich bin nur das halbe Leben. Danke. Brauchst du auch noch was? Nee, jetzt erstmal geht's. Ist jetzt erstmal alles wichtig. Ich steigere nicht mehr, das ist halt das Problem. So, komm, heik. So. Gut. Dann Aufgabenverteilung, würde ich sagen, oder? Oh, Spinnenreiter, hui, wird mal sehen. Kuchen, Spinnenreiter, ich komme. Ich sehe ihn. Oh, ich habe ihn noch gesehen, rechtzeitig. Oh, seit wann ist hier Lava? Weißt du, seit wann hier Lava ist? Nope. Die war da vorher nicht. Ich bin ja eben durchgegangen. Und es war alles ausgeleuchtet. Und es kam ein Zombie und ein Spinnenreiter. Oh. War ja mal wieder typisch hier, ne? So, ich habe die Lava mal aufgelöst. Gut, So, jetzt müssen wir aber langsam echt mal irgendwie Sachen. Ja. Eisen finden. So. Vor allem, wenn wir dann noch irgendwann kämpfen sollen. Ja, das. Okay, Ich vermisse unsere heiligen Pflanzen. Stimmt, die müssen wir noch wiederbekommen. Ja. Sonst, die haben uns immer die Mut und. Den Mut und die Energie gegeben. Ja, ja. Ich glaube, wir werden mal ein bisschen nach unten. Okay. Das finden wir. Hi. Baue ich mich an einer anderen Stelle irgendwo auch noch nach unten. Richtiges Essen bekommen wir erst nach der Challenge wieder her. Oh, warte, ja, wenn's gut läuft, ne? Oh, hier ist was. Haben wir hier direkt. Ernsthaft, hier ist ein Spawner. Ui. Okay. Guck mal hier. Das ist ganz egal. Wenn du mal hier sneakst, mal hier da unten da heran. Oh. Willst du rein oder was? Ja, ich versuch's mal. Moment. Ich geb dir mal. Na, wobei, ich hab Steinwerkzeug. Es ist okay. Schaffst das. Um deinen Zuschauer was okay, zu sehen. Okay, Spawner ist abgebaut. Super. Hier sind überall Skelette, ich bin gleich tot. Nee, ich bin gleich tot. Ja, okay. Aber der Spawner ist zumindest abgebaut. Ja. Siehst du meinen Namen? Ja, ich habe Spawner gewesen, die Höhle zum Glück. Pass auf, dass du nicht rennst, ne? Stimmt. Aber jetzt habe ich wieder voll Nahrung, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Okay, ich versuche jetzt nochmal hier, ich muss meine Sachen wieder bekommen. Schaffst du. Boah, sind hier viele. Freunde. Ich bin in die Höhle gefallen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist Eisen. Aber ich bin in die Höhle gefallen. Und die Skelette sind immer noch gleich, sind gleich weg. So, weg. Ich hab mal gerade hier, ich hab hier was gefunden, das können wir zusammen auskundschaften, wenn du willst, weil dein Weg führt ja nirgendwo hin. Doch, hier ist auch noch eine Höhle direkt neben. Ja, aber ich hab hier Eisen gefunden. Super, Moment, da komm ich mal eben hoch. Das wird mir ist eigentlich eure Höhle? So bunt. Und siehst du ganz viele Setzlinge und da in der Nähe ist das dann. Ah, hier, ich sehe ganz, da sehe ich Namen und, ach, direkt hier. Vorsicht. Ich habe mich hier gerade hochgebaut. Ja, das ist die Höhle, auch wo der Spawner dann dran anliegt. Wer von euch möchte auf die Schatzsuche gehen? Das dürft ihr euch diesmal sogar aussuchen. Aussuchen? Ja, okay, Moment, ich halte jetzt den Spawner, dann sollen deine Zuschauer auch noch was zu sehen haben. Dann mach du ruhig die Schatzsuche. Es ist nichts als ein Rätsel. Das Ding ist halt, wir wissen ja nicht, wer dann später die Aufgabe kriegt. Ist ja doof, wenn einer an beides kriegt. Stimmt. Das ist halt der Nachteil daran, ne? Ich weiß es nicht. Was ist das Eisen ab? Das war nur ein Eisen, ey. Verarsche.
Geil. Entscheidet euch schnell. Also, von mir ist echt egal. Zwei Teile. Ach, das Shit. Wer von uns das machen will, hier geht jetzt in die Höhle rein. Auf jeden Fall. Das kann dann der andere machen. Also, mir ist es egal. Such du dir alles. Was du machen möchtest, eher. Oh, hasse das, wenn ich aussuchen soll. Kommt mir aber so gierig vor. Ich hasse es auch, wenn ich aussuchen soll. Mach einfach du Raven fertig. Okay. Wenn ich entscheide, geht's schneller. Das stimmt. Okay, ich habe aber. Beginnt an eurer Truhe. Hm? Die Schatzsuche beginnt an eurer Truhe. Ja, gut, dann muss ich mal gucken, wie ich hier hochkomme. Wo war das da, ne? Ist da? Okay, gerade wurde unsere Hauswand gesprengt. Ich mach's mir mal wieder schön. Okay. Oh, kam ja gerade dieses Update von HP. Toll. Schön in meine Aufnahme gecrashed. Warum nicht? Warum nicht? Also ich habe nur noch halbes Hunger, ne? Und mir fehlen 3 Herzen. Das ist knifflig. Leg einfach mal all deine Sachen ab. Ja, warte, hier ist noch der Ofen. Dann tue ich da noch meine Kohle rein hier. Und das eine Eisen für Mitte kannst du benutzen, wenn du willst. Das. Alle Sachen, oder? Alle Sachen rein. Okay. Wenn es noch passt. Okay. Dann ja, gehe ich mal in die Hülle rein und guck dann mal, was da so ist, ne? An Werkstoffen. Was wird das? Du kriegst gerade auch Schaden, ich weiß nicht. Ich sterb gerade. Gut, jetzt kannst du deine Sachen wiederholen und die Schatzsuche beginnen. Okay. Achso, für vollen Hunger wahrscheinlich, ne? Ich hab deinen Löffel eingefangen. Volle Herzen. Mal gucken, wo ist nochmal die. So, dann beginnt an der Truhe. Ja, ich muss gerade die Höhle suchen. Das ist schon die richtige Richtung. Okay, dann bin ich mal mein. Und du kannst ja schön berichten, was ist denn? Creeper, oh Gott. Du musst den Berg hoch. Ja, mache ich jetzt gleich. Wo, jetzt habe ich auch keine Creeper gehört. Ja, da war das. Bin da. So, dann jetzt die Sachen wiederholen. Ja, und das Rätsel rausholen. Es ist ein Gedicht. Hm. Ja, im Moment. Ich will nur gerade ein paar Sachen hier noch organisieren, dann. So. Ich das noch mit. Och, da bist du, Simur. Ich habe einen fast kaputten Bogen und 2 Pfeile übrigens in die Truhe gelegt. Ich habe auch einen kaputten Bogen. Simur, da geht's tief runter. Sehe ich gerade. Das bringt nichts hier. Darf ich das Rest vorlesen? Oder? Ja, besser, damit auch Simur es mitbekommt. Also darf er auch mitraten. Nein, also erstmal noch nicht. Erstmal. Ich höre erstmal dazu. Solltest du alleine versuchen. Dann lese ich vor. Das ist eine Seite. Schatz, oh Schatz, wo bist du nur? Ohne dich muss ich auf eine Kur. Dann ist da so ein Schrägstrich. Nee. Die Absätze funktionieren hier auf dem Server irgendwie nicht. Das ist immer Schrägstrich N. Schrägstrich N ist dann zweimal okay. Schrägstrich N ist zweimal Absatz. Okay, dann zweimal Absatz. Es wäre jetzt hier irgendwann mit U0027. Was? Warte, gib mir noch mal das Buch her. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Das klingt auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen irgendeine Bedeutung haben. Nein, alles was da mit Zahlen und Buchstaben, die da random rein sind, einfach ignorieren. Okay, dann noch mal. Schatz, du bist ohne dich muss ich auf eine Kur. Es wäre der Nether. Ohne Schokoriegel? Da gibt es nur eine Netherziegel. What? Aber okay. Ich darf ja nicht mitraten. Und dann kann es sein, dass ich irgendwas suchen muss. Ja. Okay. An einem ganz bestimmten Ort, der hier verraten wurde. Und keine Angst, es ist nicht der Nether. Eine Vorahnung, aber. Ich würde es mal darauf tippen, dass das Spawner sein könnte.
war gar nicht das Spawner. Ja gut, jetzt bin ich hier falsch reingefallen. Moment. So. Das war's nicht. Oh, what? Simon, ich finde den Spawner nicht mehr. Ach, da. Ich bin gerade im Spawner, aber nur weil ich hier am gucken bin, wegen... Was mich auch ein bisschen verwirrt ist, dass in unserem Spawner überhaupt gar keine Truhe war. Das ist dann sehr selten eigentlich. Naja. Hab ich mir gedacht, boah, jetzt hab ich irgendwas gefunden mit Truhen und dann, was ist da, Gott weiß was drin. Ich überlege die ganze Zeit, was es sein könnte. Ich muss sagen, das ist ein gutes Rätsel. Es ist auch nur ein Wort, das diesen Ort beschreibt. Erinnerungsvermögen muss hier auch sehr gut ausgeprägt sein. Kurzzeitgedächtnis. Ohne dich muss ich auf eine Ruhe. Ich habe Eisen. Super. Bei mir leckt das in der Aufnahme immer. Das ist nervig. Boah, das ist schwer. So schwer wollte ich es eigentlich gar nicht machen, aber besser als wenn es zu einfach wäre. Ja. Locker sitzt jetzt hier irgendwo ein Zuschauer und lacht sich ins Fäustchen, weil er es direkt gewusst hat. Nun ja, also ein Zuschauer von mir, ganz sicher, aber... Lieber Zuschauer von mir, wenn du denkst, dass das so einfach wäre, stell dir vor, du wüsstest jetzt nicht, wo ich es versteckt hatte. Man sieht es ja in meiner Aufnahme. Und nicht dein Ernst! Ich hab's. Ja, hast du es? Jetzt sag mir, yes, was ist der Schatz? Da war ein Netherziegel, da hat sich Totli draufgestellt. Ja. Haha. Da gibt es keine Schokoriegel. Nur Netherziegel. Das war gut. Und da sind. Da ist was drin? Zwei Betten. Oh, das ist gut. Immer gut. Gut, aber jetzt bitte alle nochmal zu der Truhe kommen. Ich komme gerade. Denn jetzt gleich solltet ihr euch schon mal. Perfekt ausrüsten für die Challenge. Oh mein Gott. Okay. Mal sehen, wie lange haben wir haben schon gesagt, 23. Ich habe einen Bogen mit zwei Pfeilen in der Truhe. Also den kannst du haben, wenn du willst. Ihr dürft übrigens nicht keine Sachen mehr austauschen, wenn klar ist, wer die Challenge machen muss. Für die Betttruhe. Wir machen was. Wer von uns nimmt den Bogen? Keine Ahnung. Ich habe ja erstmal ein neues Eisenerz. So. Auf jeden Fall habe ich glaube, bei dir ist es sinnvoller. Ich glaube, du kannst besser schießen als ich. Weiß ich nicht. Kann aber gut sein. Nein, ich weiß nicht. Ja, kann gut sein. Ich kann nämlich gar nicht schießen. Auf jeden Fall nicht mit zwei Schüssen. Habe ich nichts. Da sind noch 20 Pfeile. 20 Pfeile dann haben wir. 22 Pfeile haben wir. Dann nimm du. Okay, soll ich nochmal Eisenschwerter machen? Wir haben gerade nämlich. Wenn du das kannst. Wie viel Eisen haben wir denn insgesamt? Das haben wir schon. Also, dann können wir auch ein bisschen Rüstung machen. Wir können total viel machen. Ich leg mal Eis. Ich mach's erstmal auf jeden Fall ein Schwert. Ja. Hier warte. Ein Eisen. Brauch ich noch eins? Ihr habt noch 30 Sekunden Zeit, bis ihr fertig ausgerüstet sein müsst. Aber wie ist das mit Hunger und Leben? Werden wir nochmal getötet? Ja, und zwar werde ich erstmal Game Rule Keep Inventory dann auch anmachen. Ja, okay, Eis in der Truhe. Ich habe jetzt ein Schwert. Wollen wir darauf setzen, dass du der bist, der gewählt wird? Dass du dann die guten Sachen kriegst. Wir dürfen ja nicht mehr austauschen. Ja, okay, mach mal so. Ist mir aber auch. Locker bin ich's. Ja, also dann dürfen wir nicht. Also nimm alles Eisen, was du hier irgendwo finden kannst, mach dir Rüstung. Hier ist mal ein Eisen in der Truhe. Seht ihr das? Ja. 30 Sekunden sind sicher schon um, aber ich habe eh nicht mitgezählt. Dann mache ich eben noch einen Helm, ja, und dann. Gut. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 0. 6, 1, 0.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja. Also. Ich überleg mir jetzt erstmal eine Zahl. Nö. Oh Gott. Zwischen 0 und 100. Ja. Ach Gott. Gut. Dann schreibt sie schon mal in euren Chat. Und auf 3 geben wir alle 3 und drücken wir alle 3 Enter. 1, 2, 3. Oh. Ja, ich. So, okay. Ihr seid es beide. Was? Oh. Ich hab euch nur ein wenig verschaukelt. Verdammt. Stimmt. Ihr bleibt jetzt da, genau da stehen, wo ich euch hin teleportiere. Okay. Okay, unsere Rüstung ist jetzt ein bisschen Mist, ne? Ja, vor allem. Ich hab gar keine Rüstung. Ich bin total gut ausgerüstet und nur so. Nur so ein Eisenschild. Keine Sorge. Mehr aus ist der Helm. Ich werde mich nicht so gut ausgerüstet lassen. Das wäre ja ein bisschen unfair gegen euch gegenüber. So bleibt es. Kämpfen wir gegen dich? Ja, gegen mich nämlich. Oh Gott. Habe ich ja vergessen zu sagen. Oh, wo bist du? Ich gehe schön in den Game Mode. Ist das ein Labyrinth? Nein. Also. Ich sehe ja nichts mehr. Ich sehe nur. Yeah. Also. Der die größere Zahl hat, geht gleich den linken Gang. Also wer die kleinere Zahl hatte, geht den rechten Gang. Also ich. Und ihr rennt dann so schnell es geht zu der Truhe, ja. Holt euch dann die Sachen, wobei, das ist eigentlich egal, ne, ihr holt euch einfach die Sachen aus den Truhen raus und stellt euch dann vor die Tür und wartet dann, bis das nächste Signal von mir kommt. Oh Gott, ich hab Angst. Das ist richtig gruselig. Wieso gleich also... Also du musst rechts, ich muss links. Ja. Okay. Los. Scheiße. Ihr habt beide dasselbe. Okay. Auch ausrüsten oder nur haben? Ihr dürft es gerne ausrüsten schon. Ich hab nix. Oh, das ist ein Kack von Minecraft Bucket. Was hattest du nochmal? Ein Lederhelm? Ein Eimer Wasser? Das und das. Ihr wollt schon ja, sagen, das kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin gerade im Inventar. Was? Also Wassereimer, Lederkappe, Holzschwert. Aber wir dürfen auch die Sachen benutzen, die wir mitgebracht haben, oder? Ja, auf jeden Fall, sonst wäre es ja ein bisschen blöd. Danke. So, jetzt stellt euch nochmal. Habe ich drei ein Holzchen, ein Steinchen, ein nice Schwert. Okay. Und es muss nur einer schaffen, mich zu töten. Egal, ob es beide schaffen oder nur einer. Hauptsache, ich bin tot. Ach du Kacke. Und wie sieht's aus? Wenn wir einmal sterben, sind wir raus. Ja. Ach du Kacke. Gut. Auf die Plätze. Los. Fertig. Los. Wo bist denn du? Wow, du bist ja noch unsichtbar. Da ist er. Ja! Wow. Okay. Das ging schnell! Okay. Gut, dann warte. Geht noch mal vor die Tür. Oh. Wenn das so schnell ging. Da würde ich gern sehen, außer mit der Rüstung. Er stand rechts. Ja, er stand rechts und hat dann auf uns gewartet. Ja, das ist jetzt steht da. Nee, sehe ich so. Noch, ja, vom Namen her. Oh, Sneak. Moment, ich bin noch nicht voll wiederhergestellt. Das ist nicht schlimm. Doch, finde ich schon. Gut, dann noch eine Runde. Wenn ihr die besteht, dann habt ihr gewonnen. Los geht's. Ich reiche jetzt schon nicht mehr, ne? Komm mit dem Bogen. Da. Bravissimo, ihr habt's geschafft. Puh. Ja gut, dann... Super. Dann bekommt ihr jetzt schön viele Goldnuggets. Genau, die tauschen wir dann essen. Bares. Ich träge schon nicht mehr, ich habe nur noch halbes Leben. Ich habe auch halbes Herz und träge auch nicht mehr. Halbes Herz? Dann schlagt euch gegenseitig mal. Ja, warte.
Ja gut, wenn ich dich einmal schlage, bist du direkt tot, Ja. ne? Willst du mich dann erstmal schlagen? Ich mach Jack mit der Hand auf ein halbes Herz runter, okay? Ja. 3. Ne, ja, jetzt dann. Dann schlag dir einfach gleichzeitig. Ich versuch das zu machen. Warte, jetzt habe ich noch eins. Dann warte, schlag mich noch einmal. Und jetzt warte. Auf 3 schlagen wir uns beide, okay? 1, 2, 3. Ja. Ja. Wow, es hat perfekt. Teamwork. Teamwork, genau. Gut, dann ab in unsere Behausung. Boah, hier sind überall Bäume gewachsen. Ich habe überall die ganzen hingetragen. Hier sind Setzlinge. Ah, Tödli. Hallo. Ich hab gleich damit gerechnet, dass du unsichtbar bist. Ja, jetzt haben wir hier ja, noch 12 ja. Eisen drin. Yo. Sehr gut. Und jetzt gleich gibt es eure Belohnung für dieses tolle Kämpfchen. Kämpfchen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ja. Sollen wir uns ja erstmal jeder eine. Ne, Quatsch. Reicht ja gar nicht für jeden schönen Brustpanzer. Ja. Dann kann einer sich zum Beispiel Schuhe und einer eine Hose machen. Dann mach du die Hose, ich habe ja schon einen Helm. Dann mach ich mir die Schuhe. Ich fühle mich schon sicherer. Ja. Immer so. Dieses Gefühl der Rüstung. Ja. Was übertragen wird. Ja, das Rätsel fand ich super. So was ich immer bereit zu lösen. Mhm. Mal ein bisschen ein paar Monster hier killen. Ich hab gar nichts Besseres zu. Aber pass auf, alle nicht... wieder bitte zurück. Ja, ich komme jetzt. Ich setze jetzt hier eine weitere Truhe hin, die ihr erst öffnen dürft, wenn ich es sage, okay? Okay. Mal, ich sehe dich. So. Hallo. Du hast einen Zombie mitgebracht. Finde ich nicht nett. Und ein Skelett. Du hast mich gerade einmal geschlagen. Sorry. So. Du bist ja ein Pflegel. Das machst du was. Immer. Das bin wirklich nicht ich, muss ich sagen. Und hier oben lauert schon eine Spinne. Was ist das denn? Und der nächste Zombie kommt. Was ist denn das? Keine Ahnung. Nein, da kommt die Spinne auch an. Da war verrottetes Fleisch, habe ich aufgesammelt. Das ist gut. Gut. So. Spannung steigt. Auf 3 dürft ihr die Truhe öffnen. Okay. 1, 2, 3. Oh. Oh, Fanny, Lilly und Bushi. Und Fannys Platz, Lillys Platz und Bushi. Oh. Ganz viel Belohnung. Die Nuggets nehmen. Oh. 21 Nuggets. Bedeutet das 21 Brote? Wenn ihr so eintauschen wollt, oder wollt ihr vielleicht etwas besser, gegen etwas Besseres eintauschen? Was gibt's denn? Da gäbe es dann 7 Kuchen. Von denen kann man mehrere Bissen essen. Aber da kriegt man, glaube ich, schon schneller wieder Hunger von. Ja, und zum Mitnehmen ist das Brot, denke ich, doch besser, oder? Egal, ihr bekommt noch einen Kuchen hier hinten. Yay. Und wie man bei Pokémon einen Premierball bekommt, wenn man genug Pokébälle kauft, bekommt ihr hier auch noch
etwas Premierartiges. Yeah. Ein Brot mehr. Ach so. Und zwei Kürbiskuchen. Tati. Ja? Also ich tue dir nicht vor. Das ist nein, das musst du Bushi zuwerfen. Achso, das stimmt. Ah. Okay. Müssen wir erstmal aufstellen. Okay. Ja, wo war der hinten? So hier? Weil das Loch wäre doch perfekt. Genau, das Loch haben wir dann schon gemacht. Für Lili wäre das Loch wirklich einwandfrei. So, warte. Also die Gold Nuggets. Das war nochmal die Beschwörungsformel. Hatten wir eine? Nein, ich glaube nicht. Ach, ich wollte deine Fackel machen, hast du schon. Super. Immer, komm her. Pushy. Nein, der. Hey. Es war irgendwie nicht so enthusiastisch, kann das sein? Die heilige Lilly freut sich. Okay, dann kommt jetzt. Aber als letztes kommt Bushi. Als letztes, okay. Ja, okay, als letztes dann. Kommt jetzt Farni. So ein bisschen sortieren hier. Okay, Farni, wo wollen wir den hin? Wo soll der hin? Er versteht mich hier die ganze Zeit. Wir haben einen extra Platz für ihn. Hier. Ja. Wohin? Kommen die nicht alle in dieselbe Ecke? Nee, brauchen die einen Freiraum. Okay. Hier, guck mal hier oben. Ich verstehe. Ist ja ein bisschen ausweiten vielleicht. Vielleicht hier, kommst du mal kurz. Hier oben haben wir noch so eine schöne Kammer für ihn. Wenn wir hier den Stein machen, dann können wir da. Er ist ein bisschen ausbauen. Wie gesagt, das ist sein Freiraum. Bock, Törtli, lass mir die ganze Zeit auf zu schlagen hier. So. Das sieht doch schon Fanny-würdiger aus, oder? Ja. Auf jeden Fall. So, dann komm, warte. Und? Ja, warte, erstmal. Ich kann das nicht setzen irgendwie. Ja, ich muss erstmal rausgehen. So, und? Sette. Fertig. Fanny! Heilige Fanny! Erlebt! Und Bushi! Ja! Wow! Oh! Hi! Hallo! Fanny ist froh! Hallo! Und nicht entzürnt! Hallo! Eigentlich müsste ja Bushi jetzt noch hier in die Ecke oder ja. So. Aber hier ist halt. Hier! Hier, wo die Erfahrungsflächen sind. Hier ist doch eine super Ecke, die man ausbauen könnte. Mhm. Müssen wir irgendwie nicht aufpassen hier. So. Das sieht nicht schlecht aus hier, ja. Die, okay. Ja. Huch! Hilfe! Warte. So. Jetzt. Humba, humba, humba. Humba, humba, ja. Bushi! So, und dem muss ich jetzt die Belohnung geben. Okay. Gut, dann wollen wir mal das heilige Ritual machen, ja? Ja. Ich steh nicht in mir und nicht auf mir. Ui. Bushi, wir holen dich. Jedes einzelne. Damit das wirkt, ja. Ey. Danke. Kann ich auch mal was Brot haben? So. Ja, ich wollte es in die Truhe packen, dann kannst du dir rausnehmen, was du willst. Da. Da sind die Sachen. Gut. Ich sehe gerade mit Erschrecken auf den Timer. Okay. Es war auch eine ganz lustige Folge. Mhm. Gut, dann. Jo. Ups, Creeper. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Nein. Ich stand hier gerade und es hat alles in mir gesprengt. Und ich stand hier nur. Uff. Und wurde weggesprengt. Hilfe.
Okay, dann flicken wir das noch gerade und dann beenden wir die Folge. Da ist noch einer! Oh, hier ist ein Skelett, was mich hier gerade abschießt. Was ist hier los? Hier wird alles weggesprengt. Oh, das sind TNT-Loren. Was zum Teufel? Tust du das? Warum? Warum? Frage ich mich dann. Mein Gott, was hast Lilly weggesprengt? So echt hier. Komm hier. Der Eingang ist jetzt versperrt. Wie gedenkt ihr jetzt wieder rauszukommen? Das werden wir uns noch einen Eingang bauen, aber erstmal müssen wir hier ein bisschen Schadensbekämpfung machen. Komm hier erstmal alles zu denken. Das Haus des Heiligen. Was wird das hier? Kuhwerfer hat fast abgehauen. Bau die mal ein. Hey! Ja. Ich tratsch die Kuh. Nein! Warte so. Was macht die Kuh? Weiß ich was nicht. Was ist das? Ist sie dumm? Ja, ist sie, ne? Okay. Dann werden wir. Natürlich war das schön, mal wieder so eine Folge aufzunehmen hiervon. Ja. Das Ende war ein bisschen erschreckend gerade. Ja. Fand ich auch. Immerhin. Gut, dann. Ja. Verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Gott, gestorben. Und. Also, tschüss. Ja. Tschüss.